Sommerzeit ist Kinozeit und ich habe einen Kinotipp für euch. Der menschliche Faktor ist draußen und ihr solltet ihn gucken. Und in der Hauptrolle ist ein Mann, den feiere ich schon seit Dark und länger. Herzlich willkommen, Marc Waschke. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo, mir geht's fantastisch. Ist super Wetter. Ich bin in Berlin und habe im Moment drehfrei. Ich drehe gerade den ersten Tatort mit Corinna Harfuch und heute habe ich mir Zeit genommen, um mit dir zu quatschen. Das freut mich sehr. Der menschliche Faktor, ich muss dir sagen, man hat, wenn man einsteigt, direkt das Gefühl, oh, hier passiert gleich was ganz Schlimmes. Also ich weiß nicht, wer von euch American Horror Story kennt, aber so ein Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Wer jetzt vom menschlichen Faktor noch nichts gehört hat, Marc, worum geht's bei euch? Nee, ich finde das von dir schon sehr gut beschrieben. Es ist eigentlich, ich finde, es geht um das Unheimliche im Alltäglichen. Um das, was so vertraut erscheint, dass das einen ganz merkwürdig anschaut und man selber drauf schaut und verwirrt ist. Eigentlich geht es um eine ganz normale Familiengeschichte, heteronormativ, Mann, Frau, zwei Kinder, haben zusammen eine Werbeagentur und das läuft aber alles nicht mehr so richtig, also mit der Agentur läuft es besser als in der Beziehung und er nimmt dann einen Auftrag an, ohne sich so richtig kurz zu schließen mit seiner Lebensgefährtin, mit einer Partei, die dem, sagen wir mal, Populismus frönt, ohne dazu spezifisch zu werden. Und die Erzählweise hat aber auch so was sehr Verschachteltes und Merkwürdiges, was dann hinterher immer klarer wird. Deswegen, das sollte man vielleicht auch nicht zu sehr spoilern. Aber genau, wie ich schon eingangs sagte, ich finde, es geht um das, was so, wo so scheinbar alles klar ist, wo so scheinbar überhaupt nichts zu befragen ist, dass das einem von hinten in den Nacken springt und sagt so, zack, nee, hier ist überhaupt nichts klar, Alter. An deiner Seite hast du unglaubliche Talente. Sabine Timoteo, Vanja Kube, Jule Herrmann, viele mehr. Und aber auch Hasan Akuc, über den ich mich immer freue, wenn man ihn sieht. Und es gab schon einige krasse Nominierungen für den Film, ja? Beim Sundance Film Festival, bei den Filmfestspielen Internationale in Berlin. Ist das für dich mit den Nominierungen wichtig? Oder ist das was, was idealerweise auch passiert? Bei einem Film wie dem ist es tatsächlich so, wenn da so richtig alles stimmt, nicht nur alles stimmt, sondern wenn ich selber merke, das ist so das Beste, was ich geben konnte oder was wir alle so miteinander machen konnten, dann ist das schön, wenn auch noch eine Anerkennung von außen kommt, aber es ist nicht nötig. Es ist geradezu ernüchternd, wie... Also das soll jetzt natürlich niemanden davon abhalten, ins Kino zu gehen, im Gegenteil. Aber bei der Arbeit ist es wirklich so körperlich spürbar, wie da ja so ganz viel aufging, vom Schauspiel, vom Regie, von der Kamera her. Und das ist toll, wie der gesehen wurde. Wenn das auch sehr schade war, bei Sundance war das noch keine physische, wie sagt man, Präsenzveranstaltung, sondern alles online. Und auch bei der Berlinale so ein bisschen verstolpert draußen. Und der Film ist, glaube ich, nichts für die Open-Air-Leinwand. Der hat auch sehr diffuses Licht manchmal. Den muss man im Kino gucken. Und deswegen ist es schön, dass er jetzt in der Hitze, wo man raus aus der Hitze gehen kann, rein in so einen schön klimatisierten Kinosaal und sich dieses düstere, verwirrende Etwas über unser aller Leben anschaut. Ha. Welche Szene war denn für dich am heftigsten? Und ich bin gespannt, ob du das beantworten kannst, ohne hart zu spoilern. Es gibt einige Lieblingsszenen, die ich da habe. Was am schwierigsten war, muss ich sagen, war das Rudern. Ich musste für den Film erzählen, oder im Film wird erzählt, dass ich, also die Figur in Hamburg lebend, sich immer in so ein Einer setzt, so ein ganz schmales Ruderboot, was so richtig... Also richtig heiß da übers Wasser gleitet. Und das konnte ich nicht. Das habe ich ein, zweimal geübt und dann haben wir es gedreht und das hat nicht funktioniert. Das hat gewackelt und geklappert und sah überhaupt nicht cool aus. Wir haben es dann tatsächlich nochmal nachgedreht und irgendwann noch einen halben Drehtag freigehauen und mit der Kamera so getrickst, dass alle denken, boah, Waschke, kannst du gut rudern. Und... Und dann gibt es eine andere Szene, die ich nicht spoilern möchte, wo ich beim Drehen, weil die so aus, es wird die gleiche Geschichte, wird aus verschiedenen Perspektiven auch erzählt, der Familienmitglieder. Und da geht es auch um das Haustier von meinem Sohn, um diese Ratte. So sollte der Film ursprünglich mal heißen. Der sollte mal Zorro heißen. Für die, wie auch die Ratte heißt, wo ich mich auch schon so drauf gefreut habe, Marc, was machst du denn gerade? Na, ich spiele die Hauptrolle in dem Film Zorro, aber daraus ist da nichts geworden. Jetzt heißt er der menschliche Faktor, was ich aber auch sehr treffend finde. Genau, und mit dieser Ratte gibt es einige sehr schöne Szenen, die muss man aber selber sehen.
Das erste Mal, dass ich dich wirklich wahrgenommen habe, weil ich bin kein Tatortgucker, war als Noah bei Dark. Und du hast mir eine Heidenangst eingejagt. Also wirklich, das war eine der Figuren, bei der ich dachte, was ist das denn für ein Scheusal? Das natürlich aber auch allein, also der gesamte, wer Dark nicht gesehen hat, ich beneide euch, dass ihr dieses Erlebnis noch vor euch habt. Aber die Musik und die ganze Tonalität und dann kommt eben Noah und durch dich auch wirklich nicht emotionslos, aber irgendwie so fast emotionsüberladen. Also das war für mich, du hast mich ja quasi weggeballert. Was denkst du heute, wenn du an Noah zurückdenkst? Das finde ich wunderbar beschrieben. Also nicht emotionslos, fast emotionsüberladen. Das ist großartig. Ja, weil es genau da im Kern, finde ich, auch immer darum geht, bei diesem komischen Beruf oder für mich jedenfalls, wenn ich so ein Geschenk kriege wie diese irren Texte, die ich als Noah sprechen durfte und diese unheimlichen, im wahrsten Sinne des Wortes, Situationen, die zu spielen, das macht mit mir psychisch und physisch was. Und wenn ich dann noch einen Regisseur habe wie den Bo, bei dem ich auch wirklich das einfach dann so loslassen und dann fließen lassen kann, entsteht was Drittes, was größer ist als wir alle Beteiligten. Und gerade bei dem Noah, der taucht in der ersten Staffel in ein paar Folgen auf. Ich hatte von den insgesamt 100 Drehtagen, die es für diese erste Staffel gab, hatte ich, glaube ich, 6 oder 7. So, ich tauchte ab und zu auf, aber baff! Ich setz da, der kann da, darf da sowas setzen und bin da ja nach wie vor sehr beglückt auch über die Reaktionen, weil das auch da ist es so, wenn man so beschreiben sollte, um was geht's denn da in Dark? Kinder verschwunden, alle weg und irgendwie ein Priester, aber was der eigentlich genau macht, ist mir irgendwie auch nicht klar. Da gibt's, das ist, finde ich, ein bisschen parallel zu dem, worüber wir gerade sprechen, menschlicher Faktor, dass man so, Moment, wenn man die Geschichte nacherzählt, ist das eine, aber wenn man so merkt, da passieren Dinge, die mich anders aufs Leben blicken lassen, als ich vorher drauf geguckt habe. Auch als du American Horror Story sagtest, wo ich auch lange gebraucht habe, um mir das anzugucken, weil ich eigentlich dachte, so nicht so drauf zu stehen. Und dann merke ich auch, es geht nicht um den Plot auf der Oberfläche, der sich da entblättert, sondern es geht um was anderes, was sich zwischen den Zeilen, was sich zwischen den Takes anspringt, manchmal gepaart mit der Musik und mit einer Atmosphäre und was schon auch ja, mit einer schauspielerischen Präsenz zu tun hat. Ich hatte mir den Luxus gegönnt, nach der ersten Staffel zu warten, bis die dritte draußen ist und dann alle drei hintereinander wegzugucken. Ich war also ein allumfassendes Erlebnis. Ja. Unglaublich. Nee, ich fand auch toll, dass die von Anfang an wussten, es gibt nur 3 Staffeln. Das war klar, das wird nicht, wenn es erfolgreich ist, irgendwie weitergesponnen und nochmal sonst, sondern das ist wie die Triketta auch in 3 Teile ein in sich geschlossenes Kunst- und Machwerk. Ja. Freue mich drauf. Ich lasse es jetzt 10 Jahre liegen, um es dann nochmal zu gucken. Und ich hoffe, bis dann alles vergessen zu haben. Genau. Alle Zusammenhänge vor allem. Wer war jetzt nochmal was in Jung und wer trifft hier wen? Moment, ach so, das war seine Tochter. Ah, ja, genau. Du warst im Februar 2021 Teil der Initiative Act Out. Damals haben sich im SZ-Magazin insgesamt 185 lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nichtbinäre und Trans-Schauspieler innen geoutet. Ist das wichtig gewesen für die Branche oder war das salopp oder böse gesagt gar nicht notwendig? Es war absolut an der Zeit und man fasst sich auch an den Kopf, was haben wir für ein Jahr oder mittlerweile ist 22 und dann macht man den Fernseher an und denkt irgendwie, aber welches Jahrhundert? Also manche Narrative, manche Erzählweisen sind immer noch, naja, sagen wir mal vorsichtig formuliert, erstaunlich. Ja, also gerade in Deutschland. Und da passiert jetzt inzwischen sehr viel und es passiert auch seit Act Out sehr, sehr viel. Und nicht nur, was die Stoffe betrifft und die Bücher, die man bekommt, wo man sieht, es gibt andere Figuren oder es gibt andere Besetzungsideen. Es gibt grundsätzlich andere Herangehensweisen an Stoffe, wo man bestimmte Sachen, die früher so automatisch passiert sind, schneller befragt. Und auch Leute, denen man das nicht zugetraut hätte, nicht nur aus der Angst heraus, das darf man ja jetzt gar nicht mehr machen, sondern aus einem Bedürfnis heraus, und das finde ich viel wichtiger, dass man wirklich merkt, so, man hat so Sehnsucht,
das Leben anders zu erzählen, als einem das so bisher serviert wurde. Und das sind ja ganz viele Sachen, die sich da so vermischen. Das ist auch, finde ich, wichtig, immer nochmal das so auseinanderzuhalten und zu gucken. Das eine ist eben, finde ich, wirklich, für mich persönlich war das Wichtigste, waren die Erzählungen, die Stoffe, die Figuren. Dass man sagt, das kann nicht sein, dass das lappt ja auch in andere Bereiche, die jetzt Act Out nicht betrifft. Es ist ja aber eben auch Race und auch Klasse, also bestimmte soziale Figuren, wie die immer wieder nur so gezeigt werden oder mit der Hautfarbe, bringt er halt das mit. Oder bestimmte Berufsgruppen haben dann auf einmal eine bestimmte Sexualität oder ein bestimmtes Geschlecht und andere nicht. Und das andere, was für viele Kolleginnen wichtig war, für mich jetzt vielleicht nicht ganz so, dass es sehr wohl massiv vorkommt, gerade auch in der angeblich aufgeklärten liberalen Kino oder vor allem auch Theaterwelt in Deutschland, dass dann so Sprüche fallen von angeblich aufgeklärten liberalen Regisseuren, die irgendwie sagen, naja, ich kann dich ja nicht mit dir zu einer Frau, die da auch mitgemacht hat, dich kann ich ja nicht einfach mal so eine Ehegeschichte erzählen, du bist ja gay, ne? Dir glaubt man das ja nicht und so. Und die Story habe ich gerade erst vor kurzem, wie bitte, Moment, der hat das über sie gesagt und da geht es jetzt auch nicht nochmal irgendwie drum, wie ich generell bei MeToo wichtig fand, mein Gott, klar, es ist wichtig, bestimmte Leute zu schlachten und zu verhindern, dass die überhaupt nochmal irgendwie Füße in die Türen kriegen, aber grundsätzlich ist doch mehr und mehr, finde ich, sollte doch Teil der Message von dem, was wir machen, oder sollte auch so Fokus sein, was wir erzählen, aber auch wie wir es erzählen, wie wir miteinander umgehen. Und da geht es nicht, wie gerne auch von Mitte-Rechts beschworenem Puritanismus, dass alles verboten sein darf, man jetzt gar nicht mehr dies und das. Im Gegenteil, Leute, aber lasst uns wirklich richtig orgiastisch sein. Lasst uns wirklich das Leben in vollen Zügen genießen und nicht nur in den halben und Dreiviertelzügen, die uns so gesellschaftlich vorgegeben werden als Option und als Möglichkeit, wenn man als Kind hier durch die Städte stiefelt und überall frauenfeindliche Werbung sieht und schwule Menschen sind so und so und Menschen, was weiß ich, all diese Bilder, die zu zerschmettern, zu zerfetzen, da hat es zum Glück jetzt angefangen und das hat, ja, ich geht hoffentlich noch viel, viel weiter. Du bist seit 2015 Robert Caro beim Tatort Berlin und jetzt ist der letzte Fall mit Merit Becker im Mai 22 ausgestrahlt worden. Die Nachfolgerin ist die großartige Corinna Harfurig und du hast schon gesagt, ihr dreht gerade. Wie ist das für dich, da so einen Wechsel zu haben? Ist das schauspielerisch interessant, jetzt wieder eine neue Figur oder schwingt da eher mit, zwar schön mit Merit, oder wie ist das für dich? Ich habe nach dem Film mit Merit noch einen alleine gedreht, einen Tatort, jetzt im März, April. Und ich halte es ja wie du, ich guck das ja auch immer nicht, ich mache es ja immer nur. Trotzdem ist der ein echter, also den möchte ich dir wärmstens allen anderen empfehlen. Der wird, glaube ich, das Opfer heißen und wird, so wie es im Moment aussieht, am 26. Dezember laufen, was vielleicht nicht der günstigste Termin ist. Aber da geht es um eine Geschichte von Robert Caro alleine. Und also, ich erzähle das, weil nach der Beziehung mit meiner Partnerin, oder die da auch möglich war, fällt der so auf sich selber zurück und kriegt dann ausgerechnet einen Fall, wo es um die Beziehung zu sich selber geht und um die ersten Kuss, erste Liebe und so eine Geschichten, und das ist auf eine Weise miteinander vermischt, vermengt und entfaltet sich. Wir sagen können, das ist nicht einfach nur ein ganz toller Tatort geworden, da bin ich richtig stolz drauf, das ist ein ganz starker Film geworden. Ich habe am Anfang, als Merit sagte, sie hört auf, ja, was jetzt schon? Und dann dauerte das noch 2 Jahre, bis sie wirklich aufhört. Als ich anfing, hatte ich auch nicht gedacht, dass ich das so lange mache. Ich dachte, ich möchte mich nicht so lange auf eine Rolle festlegen und dieses Krimi-Format interessiert mich eigentlich eh nicht. Am Anfang ist jemand tot, hinterher muss man wissen, wer es war, ist mir doch egal. Ich will doch von Menschen erzählen. Ich will erzählen, wie die Leute sich aneinander reiben und wie dann was bei rauskommt oder auch nicht. Und dann ist der Fall zwar aufgeklärt, aber das Leben ist überhaupt nicht wieder in Ordnung, weil es nicht darum geht, eine Ordnung wiederherzustellen, sondern die da ist, ja, besser auszuhalten. So, und dann ging das besser, als ich dachte. Dann ging das alles wesentlich stimmiger auf, als ich dachte. In diesem komischen Fernsehlagerfeuer-Tatort so Sachen reinplumpsen zu lassen in den Fernseh-Mainstream, wo dann ja doch 8 bis 10 Millionen Leute bei uns so zugucken.
auf eine Weise, dass ich wirklich froh drum bin und auch stolz drauf bin. Gerade jetzt dann mit diesem Film allein. Und dann ging das mit Corinna, geht sich jetzt gerade auch sehr, sehr gut an. Wir kommen beide vom Theater. Wir haben beide sehr viel Theater gespielt und ringen auch drum, ja, alles, ich würde mal sagen, mit einer Haltung zu machen, im Sinne von, dass man, ja, es gibt so ein Schauspielbuch von Larry Moss, das heißt The Intent to Live. Weil wenn man bei all dem an, was du vorhin sagtest, Preise denkt oder, oh, Anerkennung, habe ich das wieder toll gemacht oder habe ich den schön verrückt gespielt, kann man machen, aber ich finde es viel spannender oder viel beglückender, viel erfüllender zu merken, Moment, eigentlich geht es mir doch im Leben noch um was anderes, als jetzt irgendwie nur bewundert zu werden, wie ich da toll die Schultern schön gerade halten kann. Und das geht mit bestimmten Menschen sehr gut. Und mit Corinna geht das auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal 7 Jahre werden, wie ich das mit Merit gemacht habe, aber es geht sich gerade sehr gut an. Diesen Mann könnt ihr also vielerorts sehen, aber vor allem endlich im Kino mit Der menschliche Faktor. Und ich freue mich, dass er da war. Marc Waschke in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank. War mir eine große Freude. Danke, mir auch. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Du hast noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, was das sein wird. Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Für euch da draußen gilt, die Welt muss ein noch besserer Ort werden. Und es gibt unendlich viele Sachen, die wir jeder einfach sofort tun können. Zum Beispiel gibt es Menschen, die lassen einfach mal hemmungslos Wasser laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen, bis man dann einfach den Wasserhahn wieder zumacht. Wasser sparen. Vertraut mir. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend, zur Web-Talkshow. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Marc Waschke. Bis dann. Es ist eh immer, wie es ist. Das heißt, du kannst es anschauen, wie du es anschauen willst. Aber es schaut dich auch die ganze Zeit an. Wenn du es aber hinkriegst, während es dich anschaut, dich, das heißt es, auch anzuschauen und zu merken, dass es genauso ist wie ich und dass du das gar nicht mehr auseinanderhalten kannst, aber auch gar nicht auseinanderhalten musst, weil du es anschaust und es dich anschaust, dann kann da ein großes Glück liegen und das ist einfach da.